Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Scrawl und ich begrüße euch zurück hier wieder fit und alles. Wir spielen jetzt nämlich weiter die Arena, dass wir die endlich mal zu Ende kriegen. Hier 4:1. Mal gucken, ob ich es noch kann. Ich habe jetzt lange, lange kein Hearthstone mehr gespielt. Das letzte Mal war da, wo ich die Aufnahme hatte, die kleine, dass ich wieder ein paar Folgen für euch habe, wo ich so geschwächelt habe, wo ich krank war. Aber wenigstens haben wir da zwei Siege geholt. Ich hoffe, in der Arena können wir diese Strähne fortsetzen. Puh, ihr seht jetzt hier, es ist gerade kurz nach 5. Und wir spielen gegen den Paladin. Alles klar. Also die Hand sieht schon mal nicht ganz dumm aus. Den tun wir jetzt erstmal weg. Die Kultmeisterin behalten wir da. Kriegen noch so einen Vierer. Och Mann. Naja, müssen wir halt draus was machen. Mal gucken, was. Okay, das heißt also, wir können wir ihn oder nicht? Ah, wir kommen, wir spielen sie erstmal. Das ist doch perfekt. Ah, the light protects me. Erstmal greetings. Oder hello. Well met. Im Englischen klingt das so beschissen, dieses well met. Es klingt so, als ob er ein bisschen mad will, also mad wurscht. Ja, jetzt machen wir ihm einen Schaden. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich die Rekruten immer schön vom Feld räume, weil sonst gibt es vielleicht die Problematik, dass er einen 5-5er draus macht und das fände ich überhaupt nicht. What the fuck? Dancing Swords. Alles klar. Ah ja, das heißt, wir können jetzt in zwei Runden, in zwei Runden können wir ihn einfach mal spielen. Aber mir macht der hier gerade Sorgen. Dreier mit 4-4, what the fuck? Ich werde jetzt hier mal den Mech aber leider coinen. Weil sonst habe ich einfach keine andere Chance. Die Karte hier ist wahrscheinlich richtig geil für einen Hexenmeister. Weil Hexenmeister kann immer eine Karte ziehen und zack, 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 zieht er dann 100.000 Karten und dann kostet die 0. Warte mal, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Karten auf der Hand. 5 Karten, da kostet er 8. Das heißt also mit 10 Karten würde er 3 kosten. Als Mage ist der natürlich auch gut, wenn man diese Card-Draw-Karte hat, diese Arcane-Intelligenz, wo man 2 Karten dann kriegt. Let me think. Jetzt weiß er nämlich nicht, was er mit unserem Roboter anstellen soll. Das Gute ist, wir ziehen als nächstes eine Karte, wenn er sein... Ja, okay, er hat seinen 4-4er doch nicht reingehauen. Okay, okay, okay. Jetzt müssen wir einen Plan ausarbeiten. Und zwar werde ich jetzt den Taunt schieben. Das ist jetzt der Plan, the way to go. Und auf seine Schwerter gehen, das jetzt machen die jetzt zu viel Damage und ich krieg auf die aufs Feld. Natürlich! Lightwell, oder? Wie heißt die nochmal? Ja, Lightwell. Was ist das nochmal? All start of your turn bekomme ich hier richtig geil HP zurück. Das ist natürlich voll geil als Priester. Als Priester, sage ich schon. Ja, als Priester hat man die entdeckt. Das ist eigentlich eine Priesterkarte. Ich hab sie halt so jetzt einfach mal. Warum nicht? Katsching! Finde ich jetzt schon geil irgendwie. So, dann schauen wir mal. 5. Kostet aber 4. Finde ich nicht so geil. Kostet auch 4. Sag mal, was ist denn los hier? Ich muss den Lightwell auf jeden Fall beschützen. Das heißt, ich würde jetzt die hier spielen.
und beende meinen Zug, weil im nächsten Zug spiele ich dann nämlich den Bergriesen. Und dann sehen wir mal, was hier. Dann heißt es aber Holla die Waldfee, Junge. Okay, das heißt, er hat 6. Er hat 8. Mann, warum habe ich jetzt nicht noch einen Coin? Mann. Jetzt mal schauen, was spielen wir. Spielen auf jeden Fall die hier. Die wir dann mit deine 2 wegklatschen. Dann spielen wir... Oh. Spielen wir den hier. Dann haben wir einen 7-7er auf dem Feld. Jetzt muss er erstmal durch unsere Verteidigung kommen. Das macht er wahrscheinlich mit deine 2-2er. Oh nein, das Dingschild geht ja dann gar nicht weg. Okay, der spielt auf jeden Fall viele kleine Minions. Okay, unser Lightwell ist jetzt leider weg. Nein, Lightwell, wie kannst du... Alter, er hat eine 9-9. Das gefällt mir gar nicht. Wir werden jetzt erstmal auf ihn hier gehen. Und hoffen, dass wir ein Eis kriegen. Kommt schon Eis. Ah, gibt's einen Minion Taunt, ja. Dann kann ich die nicht mehr spielen. Ah, shit. Warum kriege ich nie den Zauber, wenn ich ihn brauche? Also, wir werden jetzt spielen. Wir haben 7, das heißt, wir spielen 4 und wir spielen 3. Das heißt, wir spielen ihn hier und ihn hier. Und schaffen damit einen Magneten. Und zwar den 7er, das ist unser Magnet. Hoffen einfach, da geht er jetzt drauf mit seinen... Licht mit seinen Bubble-Viechern da. Okay, so geht's auch. Kriegen 2 von dem Minion auf die Hand. Dadurch haben wir dann 6 Stück. Da kostet unser Riese nur noch 6. Nach dem nächsten Zug kostet er 5. Alles klar. Aber das ist nicht so intelligent irgendwie, was er da macht, weil jetzt ist er eingefroren. Oh, 9 Schaden tun halt schon mächtig weh. Wir müssen auf jeden Fall das Feld jetzt klar kriegen. Oh, naja, nicht damit auf jeden Fall. Wir spielen ihn und haben da noch 3. Das heißt, er hat 2, 4, 5, 6. Und angreifen kann er nicht. Jetzt muss ich mal schnell einen Schluck trinken. Einen Moment schnell. So, jetzt mal schauen. Ich habe seinen 9er extra so angehittet, dass er von unserem 8er getötet werden kann. Jetzt wird er höchstwahrscheinlich was auf die aufs Brett legen, was. Also als Schurke was. Oh. Okay. Das war gut. Das hat er jetzt gebraucht. So eine Karte brauchen wir auch. Wir brauchen dieses Ding. Reporting for duty. Da würden jetzt alle aus dem neuen Achter sterben. Oder ein Schieb. Warum kriegen wir das nicht? Was ist hier los? Okay, es sieht aus, als ob das Spiel vorbei wäre.
Oh Mann, das fängt ja schon gut an, lang nicht mehr gespielt und dann sowas. Na, für eine 4-2-Runde muss man sich ja auch nicht schämen. Kann man ganz klar sagen. Well played. Jetzt führt er schon seine eigenen Minions ein. Ja, ist gut, jetzt zerstör mich endlich. Tja, damit ging die erste Runde wohl leider in die Hose. Aber mein Gott, hallo, wir haben 4-1, das kann jetzt auch mal. Ah, und wir haben hier eine Quest fast wieder. Ja, jetzt haben wir halt 4-2, mein Gott. Selbst wenn es eine 4-3er-Runde wird, bin ich immer noch gut. Junge, dann bin ich immer noch gut darauf. Nein, dann bin ich immer noch gut dabei, muss ich sagen, weil. Ja, ich habe ewig nicht mehr gespielt und das kann ich jetzt als Ausrede benutzen. Und ich rede jetzt so lange um den heißen Brei, bis ihr akzeptiert, dass ich das als Ausrede nutzen kann. Nein, ich finde immer noch 4-3 ist vollkommen legitim. Dafür, dass ich eigentlich den Mage nicht wirklich spiele. Radkos, Junge, grüße dich. Oh, die hier ist richtig gut. Die haben wir immer sonst am Anfang gehabt. Jetzt haben wir eine komplette Mage-Hand gleich, komm. Ah, nicht ganz, schade. Aber das ist jetzt perfekt, weil jetzt spielen wir sie, dann spielen wir ihn und dann kann er erstmal keine Minions gescheit hier legen. Oder wir spielen erst ihn. Ja gut, okay, aber das lohnt sich bei seinen Billig-Minions wahrscheinlich eh nicht. Jetzt mal gucken, was er rauslegt direkt am Anfang. Hoffentlich nichts, 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 nein! Ja, okay, dann können wir das schon mal nicht machen. Sollen wir jetzt trotzdem den hier callen? Komm, wir callen jetzt trotzdem ihn hier. Dann kostet es ihn nämlich anstatt ein Mana, zwei Mana und statt zwei, drei und dann kann er es nämlich nicht mehr spielen. Ha. Das heißt, er muss mich erst traden. Dann ist das Viech weg. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, der Glockwork Gnome. Oh, meine Nase juckt gerade. So. Erstmal grüßen, hey. Hello. Das sind voll die unfreundlichen Leute immer, gegen die wir spielen. Die grüßen erst, wenn man sie gegrüßt hat. So, jetzt greift er an. Perfekt. Hat aber schon seine zwei Mana verschwendet. Jetzt sagen wir Batsch, Junge. Und unsere Zauber sind billiger. Du denkst, du bist billig, aber unsere Zauber sind billiger. Ha, ha, ha. Hui. Lieber Radkors. Mach mal das Licht aus hier. Oh, der ist keine helle Leuchte. Jetzt komm schon, spiel was. Los, spiel. Dann machen wir schon mal Pläne. Nächstes Mal haben wir drei Mana. Das heißt, wenn er jetzt kein Minion spielt. Okay, er spielt den Minion, das ist schon mal gut. Cone of Cold? Echt jetzt? Dry Damage wären das dann. Ich hätte mal gesagt, das machen wir so. Ganz klar. Was will er jetzt großartig mit dem 1-1 machen? Gut, er kann uns anhitten. Oder er kann unser Leben auf 1 setzen. Aber ich glaube, das wäre einfach echt richtig. Oh nein, er gibt die 2. Och nö. Komm schon. Penner. Wir haben 4. Das heißt, wir spielen ihn hier. Der hat genug Health, um den zu überleben und ihn fertig zu machen. Und ihn theoretisch noch zum Einfrieren, aber das wollen wir jetzt nicht. Im nächsten Zug haben wir 5. Der zerstört nur einen mit 2 or less. Das heißt, von AIDS. Ja, perfekt. Das heißt, wir clearen wieder das komplette Feld und haben nicht schlechte Field Control. Zack. 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 Ein 3-3er und ein 3-5er ist auf jeden Fall mal sehr gut auf dem Feld. Aber jetzt kann er seinen Multishot machen. Der macht aber, glaube ich, nur 4 Damage oder 3 Damage. Weiß ich gerade gar nicht. Ja, 3 Damage. Das heißt, einer überlebt auf jeden Fall.
Und er hat nur noch 2 Mana und kann sie Hero Ability hier nutzen, genau. Und damit sind wir wieder dran. Der klatscht uns ganz schön runter gerade, hey. Halleluja. Jetzt spielen wir den hier. Und wir spielen den hier. Und gehen ihm ins Gesicht. Die Kodo-Geräusche sind schon cool. Fast so cool wie die Murloc-Geräusche. Oh nein, kein Secret. Och nee, das wird sicherlich dieses miese Secret sein. Okay, wir gucken jetzt erstmal, was sein Secret ist. Ah, okay. Zack. Komm schon, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Keine Sprengfalle, keine Sprengfalle. Es ist eine Sprengfalle. 5 haben wir jetzt noch. Das Silence Minion, das wollen wir eigentlich gerade gar nicht. Wir bauen unsere Defense weiter aus, jetzt wo die Sprengfalle weg ist. Jetzt hat er sicherlich gleich noch eine auf der Hand, aber das wollen wir jetzt halt einfach mal ignorieren. No. Oh. Aber den können wir silencen, das ist in Ordnung. Mountain Giant, hi, wie geht es dir? Dann spielen wir jetzt. Das wäre doch eine coole Idee. Spielen wir die Cone of Cold, haben wir 4, spielen wir das. Das passt perfekt. Komm schon, das passt perfekt, Jung. Nein! Oh nein, wie dumm war ich? Nein, ich habe gedacht, ich habe den Silent schon draußen. Oh Gott, war das schlecht gerade. Ja, komm, scheiß drauf. Die Tuss müssen wir jetzt auch nicht mehr töten. Oh Gott, war das dumm von mir. Ich habe echt gedacht, ich habe den Silence jetzt da. Ja gut, okay, den kann ich töten. Boah, das ist jetzt schon ein bisschen dumm gelaufen, muss ich sagen. Okay, ist relativ klar, was wir machen werden. Wir werden da den Pick drauf spielen. Da drauf gehen. Oh. Schön. Spielen den hier noch. Gehen hier drauf. Haben Field Control. Ich will den Mountain Giant spielen. Können wir sogar nächste Runde spielen. Oh my Lord. Oh my Lord. Jawohl. Kaching. Meh. Und Pritzel. Okay. Das heißt jetzt, wir machen jetzt so und so und so. Und er muss top decken. Also ich hätte jetzt gerne einen Feuerball. Nächsten Zug spielen wir aber jetzt endlich den. Ja, da schießt er durch den Kopf meines Minions in den Kopf von meinem Hero. Ganz klar. Patsch, Junge. Wenn du mich jetzt nicht tötest, bist du im nächsten Zug tot. Okay, das ist irgendwie logisch. Komm, bitte kein, bitte nicht, bitte nicht. Nein, er kann mich töten. Es darf nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, es ist nicht die Möglichkeit. Nein. Sack und Asche, es darf doch nicht wahr sein. Oh mein Gott. Da hat er wieder richtig Glück gehabt, dass er diese Karte gezogen hat. Oh mein Gott, das war ein Safe Win. Ich könnte mich zu Tode aufregen. Ja, so je endet also auch diese Arena-Folge. Ja, wir kriegen wenigstens 3 Päckchen. Und bis. Ah, sogar viel Kohle. Jawohl. 415. Machen wir noch schnell das Päckchen auf. Boah, das ist doch... Es darf doch wohl nicht wahr sein. Wie viel Glück müssen diese Gegner haben, hey? Ah, hier der Goblin Blast Mage. Nochmal Rare, jawohl. Komm, nochmal eine Rare. Oder eine Epic. Ja, Golden. Ist okay.
Ja gut, zwei Rare und eine Go zwei Golden ist okay. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Boah, das, ich krieg echt gleich den Anfall, hey. Das ist unglaublich. Gut, und dann bedanke ich mich trotzdem mal fürs Zuschauen. Ich muss mich jetzt erstmal abreagieren gehen hier. Erstmal einen Boxsack, eine Runde Boxen. Muss mein Jägergesicht noch draufmalen. Und auf jeden Fall sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst ein Abo da oder schreibt in die Kommentare. Vielleicht ist euch ja ein Fehler aufgefallen, dass ihr den in die Kommentare schreibt. Und denkt immer dran, ich spiele das Spiel aus Spaß und aus Unterhaltung für euch. Und für mich natürlich auch. Aber nicht darum, gut zu sein, was ihr wahrscheinlich gesehen habt. Gut, dann sage ich mal vielen Dank. Abonnieren auch nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.